Servus, liebe Freunde der gepflegten Wasserunterhaltung. Ich bin Raibun, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute soll es um dieses schöne Fahrzeug hier gehen, um den Centauro Romor, der 9-3er bei den Italienern. Ein Radpanzer ist allerdings nicht als Medium, auch nicht als Light, sondern als Panzerjäger, also als TD deklariert. Kann ich tatsächlich nicht ganz nachvollziehen, aber sei es drum, er ist als TD deklariert. Und somit haben wir ihn auch entsprechend hier im Spiel. Der Romor macht tatsächlich saumäßig viel Spaß, mehr Spaß, als ich das eigentlich am Anfang gedacht hätte. Er ist zwar so gut wie nicht gepanzert, das ist aber gleichzeitig auch wieder der Vorteil dieses Fahrzeugs. Komme ich auch gleich nochmal zu. Erstmal kurz die Ausstattung. Wir haben hier verschiedene Munitionssorten, unter anderem zweimal APFSDS, also zweimal Dartmunition. Es gibt einmal die kostenlose für 355 mm Pen und dann gibt es einmal die richtig teure, die DM33 mit 444 mm Pen. Die kostet dann, glaube ich, 1300 Silver Lions pro Schuss. Ja, ist jetzt, sage ich jetzt mal, eher semi- und suboptimal und sehe ich auch nicht ein, dieses Ding zu benutzen. Trotzdem habe ich aber 5 Schuss dabei, genauso wie 5 Schuss von der Heat FS. Übrigens, die normale ist nicht die DM23, nein, sondern die M735. Also wir haben hier eine Mischung aus amerikanischer und deutscher Dartmunition. Und ja, warum, wieso, weshalb, man fragt sich. Auf jeden Fall haben wir sie, der Romor, tatsächlich auch ausgestattet hier mit Zusatzpanzerung. Das seht ihr hier, diese Panzerplatten, die tatsächlich auch einiges abhalten können. Also wenn euch hier einer mit der Heat drauf schießt, dann fliegt euch tatsächlich auch eher die Platte weg, bevor das Ding in den Turm reingeht. Das habe ich schon diverse Male erlebt. Der große Vorteil, den ich eben gerade auch schon angesprochen hatte, nämlich, dass das Ding so wenig gepanzert ist, ist insofern gut, als dass viel, viel, viel Munition, gerade Dartmunition, durch euren Panzer durchgeht. Ich habe das auch tatsächlich mit Impleed auch mal getestet, in einer eigenen Schlacht. Also da haben wir, da habe ich tatsächlich mit meinem T64, in dem ich dann saß, 9 Schuss gebraucht, bis der Romor von Impleed dann mal tatsächlich auseinandergeplatzt ist. Das habe ich in den Random-Runden so noch nicht erlebt, aber bisher war es bei mir immer so die Regel, also mindestens 2 bis 3 Schüsse musste der Gegner immer in mich reinpumpen, wenn er mit Darts geschossen hat, bis ich dann tatsächlich mal kaputt gegangen bin. Der erste, der hier meistens drauf geht, zumindest bei mir, ist der Kommandant gewesen. Und ansonsten ja, hält der Panzer doch mehr aus, als ich das eigentlich gedacht hatte. Wo der Romor tatsächlich nicht so viel Spaß macht, aber das ist der Standard bei den ganzen Radfahrzeugen. Deswegen mag ich die Radfahrzeuge eigentlich nicht so, ist, wenn ihr auf einer Wüstenmap landet oder auf einer Schneekarte, ja, dann verlieren die schon so an Power, so an Energie, dass sie dann sich durch das Gelände pflügen, als würdet ihr in einer Maus hocken. Und das ist doch tatsächlich für ein Radfahrzeug, ja, tatsächlich ein bisschen sehr schade an der Stelle. Was ich auch nicht ganz nachvollziehen kann, aber da werde ich dann auch in dem Video nochmal dazukommen. Ich möchte nur es schon mal ansprechen. Der Romor hat kein Hullbreak. Das liegt wahrscheinlich einfach daran, weil er tatsächlich ja als TD im Spiel deklariert ist. Der AMX-10 RC zum Beispiel, der hat Hull Break, obwohl der stärker gepanzert ist und als Medium-Panzer gilt. Also da frage ich mich manchmal, was Gaijin sich dabei denkt. Andere Radfahrzeuge haben auch einen Hullbreak oder auch andere Panzerfahrzeuge. Also wenn ich da zum Beispiel auch ans Objekt 120 denke, ist auch ein TD, auch mit Turm und ist auch nicht wirklich gut gepanzert. Ist ein Kettenfahrzeug und hat auch Hullbreak. Also ich verstehe da so nicht so ganz den Zusammenhang. Glücklicherweise, wie gesagt, gilt das aber für den Romor nicht.
Schade ist es beim Rumor, dass die Gun Depression so schlecht ist. Da haben wir schon tatsächlich eher russische Panzerverhältnisse. Ich glaube, die liegt bei minus 6 oder minus 7 Grad. Und die könnt ihr auch nicht... Das geht ja hier im Spiel sowieso nicht. Das war ein extrem schlechter Schuss. Die könnt ihr auch nicht, wenn ihr über die Seite zielt, verbessern. Das ist einfach so fest, wie es ist. Das Feature gibt es wie in World of Tanks noch nicht. Vielleicht kommt es noch, vielleicht aber auch nicht. So, ich habe mir jetzt hier auf Maginot-Linie diese Position hier gesucht. Und ihr seht, ich bleibe hier eher passiv. Denn mit dem Rumor nach vorne zu preschen... ist tatsächlich so ein Ding, wo ich sage, ja, das kann funktionieren. Das wird auch sicherlich in der ein oder anderen Situation gut gehen, vielleicht auch das ein oder andere Mal mehr. Aber in der Regel werdet ihr doch relativ schnell zusammengeschossen. Gerade auch, und da ist jetzt wieder der Nachteil der wenigen Panzerung, die das Ding hat. Es fliegt euch zwar dann die Munition durch einen Panzer und ihr überlebt dann vielleicht zwei, drei Schuss, aber in der Regel geht dann das Getriebe schnell kaputt oder ihr brennt. Ja, oder eure Besatzung ist halt eben gleich dann irgendwie sofort tot. Wobei letzteres tatsächlich mir bisher am wenigsten passiert ist, ist aber tatsächlich auch schon vorgekommen. Ich schaue auch, wie ihr hier auch sehen könnt, in dieser Runde auch hier wieder das Thema Karte lesen, schauen, was der Rest des Teams macht. Ihr seht das, wir sind hier jetzt noch mit einem anderen TD ganz vorne an der Front und noch hier mit dem Medium hier vorne, hier an der Seite trauen sie sich jetzt auch schon langsam durch. Also es macht tatsächlich keinen Sinn, dann einfach so nach vorne zu preschen, wartet da dann lieber ab. Auch hier meinerseits ein extrem schlechter Schuss. Wir haben aber schon zwei Abschusshilfen kassiert. Einmal von einem T-55 AM war es, glaube ich, und einmal ein T-62. Und diese Karte ist auch so ein schönes Beispiel des Mixes zwischen genug offener Fläche, genug Senken und auch genug Stadtgebiet. Also ihr habt wirklich hier genug Deckung, aber so geht es dann halt... den Gegnern auch. Und ich finde diese Seite hier, von der wir gestartet sind, finde ich schwerer zu bespielen als die Seite hier oben. Also wenn man im Norden startet, von uns aus gesehen jetzt, finde ich es doch ein bisschen schwerer, ein bisschen leichter, Entschuldigung, als vom Süden aus. Weil man hier am Norden, finde ich, kann man die Bergkuppen hier wesentlich besser nutzen. Aber das ist nur mein Eindruck und mein Spielgefühl. Es gibt ja auch sicher genug Leute, die hier auch einfach vorpreschen. Aber auch hier bin ich eher der Vorsichtige. Und gerade weil halt eben der Rumor auch nicht so gut gepanzert ist, der ist kaputt, muss man hier auch tatsächlich ein bisschen aufpassen. Es geht einem doch tatsächlich schon relativ viel kaputt. So, jetzt haben wir hier dem T-62 durch die Unterwanne geschossen und auch ordentlich Schaden gemacht. Zwei Besatzungsmitglieder konnten wir ihm rausklicken. Na, der Schuss ging daneben zum Glück. Aber auch hier seht ihr wieder, hier wird euch die Gun Depression ein bisschen zum Verhängnis. Das heißt, man muss hier immer gucken und sehen, wo kann ich wirken, wo kann ich mich hinstellen, wo kann ich hinfahren. Und auch für den Rumor gilt, rückwärts aus einer Deckung rausfahren macht dann tatsächlich auch manchmal mehr Sinn als vorwärts. Denn ihr seht, ne, der Rumor nach vorne hin eine ziemlich lange Nase, beziehungsweise der Turm eben hinten drauf gesetzt. Deswegen ist hier rückwärtsfahren manchmal tatsächlich besser als vorwärts. Aber Vorsicht, aufpassen. Der Rumor lagert im Heck die Munition. Deswegen Achtung. Wenn euch da jemand reinballert, kann euch das auch mal schnell zum Verhängnis werden. Und ihr seht das auch hier. Es ist so ein Ding, mit viel Geduld und Spucke zu spielen. Wir haben hier jetzt auch das Glück, dass... keine Helis im Match sind. Liegt aber auch schlicht und ergreifend daran,
ja, wir haben zwar Russen, die mit ihren kleinen Helis auch gleich spawnen können, so wie es die Amis können, aber entweder haben hier alle keine Helis oder sie haben einfach nur keinen Bock. So, der hat jetzt einmal nicht aufgepasst und hier seht ihr halt eben auch, also die normale Dartmunition reicht hier vollkommen aus. Die reicht auch aus tatsächlich, um einen T-64A über eine Entfernung von über 1000 Metern frontal rauszunehmen, habe ich auch schon geschafft. Von daher sollte man sich den wirklich teuren Dart, glaube ich, für die nur wirklich ganz harten Ziele raussuchen. Und die braucht ihr dann auch, um zum Beispiel Abrams Panzer oder auch einen Leopard verlässlich am Turm, wenn die Halldown stehen, zum Beispiel durchschlagen zu können. Mit der normalen Dart-Munition kommt ihr da nicht durch und mit der Heat FS kommt ihr da auch nicht durch. Dafür braucht ihr dann tatsächlich den teuren Dart. Aber wenn ihr nicht AB spielt, dann trefft ihr sowieso nicht auf, obwohl im Matchmaking können die Italiener mit den anderen auch zusammenfahren. Naja, zum Großteil werden die Italiener sowieso mit den Deutschen gematcht, also werdet ihr wesentlich weniger auf Leopards OA4 treffen als auf Abrams. Und natürlich auch nicht zu vergessen, die T-64er und T-72, T-80, auch da braucht ihr, um da verlässlich durch den Turm zu kommen, eher den teuren Dart. So, jetzt haben wir hier die Map Control auf jeden Fall. Wir haben sehr gut die Mitte und die rechte Seite. Was nun halt eben heißt, wir können hier jetzt die Gegner, die hier hochkommen, blocken. Und hier seht ihr es, hier ist der Dart einmal durch den ganzen Panzer durchgegangen. Ist aber auch klar, hätten wir hier mit der Heat FS draufgeballert, hätten wir wahrscheinlich bei dem BMP gleich schon einen Hullbreak herbeiführen können. Jetzt hat uns hier jemand Arti aufs Dach gelegt. Abschuss Nummer 3. Und das ist halt tatsächlich für mich so meine Spielweise im High-Tier, wenn ich jetzt nicht mit einem Panzer unterwegs bin, wie zum Beispiel einem Abrams, wo ich weiß, okay, der hält auch den einen oder anderen Schuss aus, wobei, wenn man vor einem Gegner steht, dann ist es beim Abrams auch nicht gesagt, dass man da tatsächlich verlässlich überlebt, weil die Schwachstelle beim Abrams, die kennen wir alle. Ja, die Kanonenblende unten, also selbst da braucht man sich nicht darauf zu verlassen, dass man da lange überlebt. So, was fährt hier drüben jetzt raus? Jetzt habt ihr es hier eben gerade noch ein Objekt 906. Auch hier haben wir es nicht geschafft, das Objekt 906 mit einem Schuss rauszunehmen. Liegt halt eben einfach an der Panzerung. Der Dart geht einfach durch. Ist halt schade, dass man nach wie vor immer noch nicht, während schon eine Granate im Lauf ist, die Granate aus dem Lauf rausnehmen und sie dann wechseln kann. So, der scheint jetzt geschafft zu haben, wegzukommen. Eine Abschlusshilfe haben wir dafür nicht gekriegt. 1319 Punkte, die Runde ist gleich vorbei. Und ich denke, das war hier an der Stelle ganz gut, dass wir jetzt uns an dieser Linie dort positioniert haben, dort an der Stelle stehen geblieben sind und dort auch den Gegner dann geblockt haben, ohne den direkten Blick in den Spawn zu haben, bevor jetzt wieder der ein oder andere sagt. Ja. So, die Runde ist auch gleich vorbei. Ja, das passiert jetzt genau an dieser Stelle. Da sind jetzt alle Gegner raus. Jetzt dauert es nur noch ein paar Sekunden, bis die Runde vorbei ist, weil die Gegner alle Fahrzeuge verloren haben. Ihr habt es gesehen jetzt. Ich habe hier jetzt tatsächlich an der Stelle dieses Replay absichtlich gewählt, weil es doch tatsächlich, ja, eins der, ich will jetzt mal sagen,
eins der besseren Replays gewesen ist. Es gibt mit Sicherheit genug Spieler, die mit dem Rumor noch mehr hinbekommen. Aber ich kann euch aus eigener Erfahrung sagen, ich habe schon jetzt ein paar mehr Runden mit dem Ding auf dem Buckel. Und es geht tatsächlich doch dann am Ende schneller, dass euch wirklich wichtige Komponenten in diesem Fahrzeug kaputt gehen und ihr dann so viel rumsteht und rumrepariert, als dass ihr euch... Es ist besser, sich ein bisschen zurückzuhalten und ein bisschen zu schauen, dass ihr eher so aus der zweiten oder der dritten Reihe agiert. Dafür ist ja eigentlich auch ein TD da, ne? Tank Destroyer zu schauen, wo kann ich hier meine Schüsse setzen, wo kann ich in der entsprechenden Zeit oder an der entsprechenden Gelegenheit meine Position wechseln. Insofern denke ich, ist das auch, ja, relativ gut. Relativ deshalb, weil es mein Spielstil im High-Tier ist, gerade mit diesen, ja, sehr schlecht gepanzerten Fahrzeugen. Denn ihr könnt so einen Rumor halt eben nicht mit einem T-80, Entschuldigung, oder mit einem Abrams vergleichen oder mit einem IP-M1. Das geht einfach nicht. Dafür ist das Ding einfach, ja, zu papplastig. Trotzdem macht er mir unglaublich viel Spaß. Hätte ich nicht gedacht, eines der wenigen High-Tier-Fahrzeuge, wo ich sage, jo, da freue ich mich drauf, wenn ich den dann... tatsächlich dann fest habe. Da könnt ihr euch dann auch drauf freuen, wenn ihr ihn dann entsprechend erforscht habt. Ich habe ihn jetzt gerade nur zur Pacht von Gaijin in die Garage gestellt bekommen, aber das macht nichts. Da kann man trotzdem schon seine Erfahrungen mit sammeln. Und ja, ihr könnt euch auf das Fahrzeug definitiv freuen. Mit dem macht ihr nichts falsch. Wie gesagt, trotzdem seid vorsichtig, prescht damit nicht nach vorne. Das Ding ist kein Abrams, das Ding ist auch kein T-80 oder auch kein T-64. Da solltet ihr schon aufpassen, denn so viel frisst der dann auch nicht. Vor allen Dingen nicht, wenn der Gegner auf der anderen Seite sieht, oha, ich habe ihm zwar jetzt einen Dart reingejagt, aber ich sehe, dass das ein leicht gepanzertes Fahrzeug ist, da haue ich ihm dann gleich einen Heat FS oder eine HE direkt ins Gesicht. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was aus dem Video hier mitnehmen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, wenn ihr Bock habt, schreibt gerne unten alle eure Gedanken dazu in die Kommentare, teilt das Video gerne und denkt dran, wenn ihr in Sachen War Thunder auf meinem Kanal nichts mehr verpassen wollt, dann lasst mir gerne ein Abo da, ich freue mich nach wie vor über jeden neuen Zuschauer, der den Weg zu meinem Kanal findet. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, bis dahin, macht's gut, euer Raibun.